So, lala, willkommen zurück zu Witcher 3. Weithand bei der lustigen Schmiede. Und vor allen Dingen auf der Burg des ehemaligen Barons. Den gibt es ja nicht mehr, aber immerhin. Sondern ich wollte noch was gucken, und zwar, was das nächste Update für meine Rüstung ist. Meine Bärenrüstung ist letzte Stufe 20. Ich glaube, ich habe schon das nächste Ding gefunden, aber ich glaube, dass die nächste Stufe. Ich das mal finden würde. Dass die nächste Stufe deutlich höher war als 20, oder? Warte mal. Habe ich dafür überhaupt schon das Update für die Bärenhandschuhe und den ganzen anderen Mist? Natürlich nicht. Müsste ich noch suchen. Na gut, das machen wir aber nach der Hauptquest, weil ich habe mir jetzt ja vorgenommen, ich spiele jetzt nochmal eine Runde die Hauptquest. Einen Meter weiter. Warte mal. Gibt es hier nicht eine Truhe auf der Burg des Barons? Genau, genau. Die ist mich hier. Schön. Ah, kann ich mich gleich mal meine Schwertsammlung ablegen, bevor ich hier mit dem, Säuredrüse eines Greifen. Ja, ja, machen wir gleich. Demnächst auch in ihrem Kino. Holen wir Säuredrüsen. Wo ist denn die Truhe? Die ist natürlich oben. Nee. Ich muss nur noch das Zimmer des Barons durchsuchen. Um. Was für eine große Telebase, ey, da steht. Ich hoffe, ich komme mit meiner Kiste, ohne vorher mit irgendjemandem zu reden. Wenn ich eure Dose können wir ja machen. Aber erstmal muss ich nach Uma fragen. Ach ja, diese unauffällige Kiste. Hey. So, gucken wir nochmal. Was haben wir noch nicht? Wir haben ein Dergit. Haben wir noch nicht. Doch, haben wir schon, ne? Welches ist das Niedriglevel? Ich habe übrigens gerade gelesen, dass das Schwertschmiede das bessere Preise geben für Schwerter. So, wir haben Datewin. Datewin haben wir. Haben wir schon ein Datewin? Nö, haben wir noch nicht. Sehr gut. Ein Schicksal. Okay, Schicksal haben wir garantiert noch nicht. Eine Henkerskapuze hatten wir auch noch nicht. Ein Scherbenschwert? Hatten wir schon? Nein, doch. Nö, haben wir nicht. Ist das hier noch blöd? Äde? Das hatten wir auch noch nicht. Und die Heimers Stahlschwert hatten wir selbstverständlich auch noch nicht. So, der Tod von oben. Ja, gut, das. Kann ich mal so ablegen, so bin ich zumindest die ganzen legendären Schwerter wieder losgeworden. Was heißt, naja, was heißt legendär, aber seltenen. Die ich für keinen besonderen Grund sammle. So, das, ich bin irgendwie so noch der Meinung, dass ich die Bärenrüstung mehr mag als die Katzenrüstung. Da fällt mir gerade ein, aber trotzdem, weil es davon abgesehen, könnte ich zumindest die Katzenrüstung upgraden, weil dann würde ich das eventuell doch mal machen und die nochmal ausprobieren. Obwohl ich eigentlich mit der Bärenrüstung besser klarkomme, weil das ist. Also es kommt mir zumindest so vor, als würde ich weniger Schaden nehmen. Kann ich schon die verbesserte? Natürlich. Ich kann eine verbesserte. Ah, ich kann eine verbesserte Bärenrüstung kann ich bauen, aber keine verbesserte Katzenrüstung. Habe ich da überhaupt die Sammelquest für die. Ach doch, habe ich. Okay, könnte ich also machen, wenn ich wollte. Alles klar, gut, dann ist es ja. Dann ist das ja prächtig, so wie man auch sei. Ausnahmsweise mal. Heute auch mal Hauptquest. Da bin ich endlich im Ladebildschirm nicht immer das gleiche Ding, was mir angezeigt wird. Hexenmann, der Mutant. Ja. Ich hab. Hey, warte mal, ich würde doch hier eigentlich noch die Karte. Ach, hier da. Notizen des Barons? Moment. Wie Notizen des Barons? Der hat mir noch was da lassen, das ist ja schön. Bootsbau aus Ersthof ging aufs Ganze und hatte fürchterlich Pech. Männer zum Eintreiben schicken. Hat das Geld nicht, müssen seine Karten erhalten. Nie wieder mit dem irren alten Sack aus Benkelheim spielen. Vielleicht kann er wirklich hell sehen. Meine Finte hat er jedenfalls nicht schaut. Ah, ja. Das ist doch nicht so einfach. Ich dachte, ich kann die Karte hier einfach aus seinem Schrank rausholen und gut ist. Ach, das ist natürlich ärgerlich. Na gut, gut, Herr lieber Feldwiebel. Ich muss mit dir reden. Hm, worüber? Uma, ich werde ihn mitnehmen. Meinst wohl, um meine Erlaubnis zu bitten, ihn mitnehmen zu dürfen? Ich bin jetzt zuständig, also. Ich bitte um gar nichts. Ich teile es dir mit. Du kannst versuchen, mich aufzuhalten. Doch dann mache ich deiner erleuchteten Herrschaft ein jähes Ende. Du glaubst wohl, ich zittere vor dir. Das wäre jedenfalls verdammt klug. Bitte, der Krüppel ist das Blutvergießen nicht wert. Geh zum Stallknecht. Der ist sicher froh, wenn er ihn los wird, weil das Scheusal aus den Futterbeuteln frisst. Ich wünsche euch beiden eine angenehme Reise. Herzlichen Dank. So kennt man das gar nicht von Geralt, dass er so direkt, gleich geht auf, ich hau dich um, wenn du mir nicht gibst. Also zumindest nicht so als Standarddialog. Das hätte ich auch mal, vielleicht noch mal was Neues vor allem. Der hätte ja erstmal bitten können und danach sagen können, naja gut, das war keine Bitte, gib mir das Ding jetzt oder ich hau dich um. Ich meine, das hätte man ja zweistufig machen können, wärst du gleich so drohend werden, finde ich eigentlich mal sehr unfreundlich, muss man nicht machen. Man kann ja erstmal austesten, aber lieber nicht. Ich nehme Uma so mit mir. Es gibt keinen. Hauptmann Ardal hat gesagt, ich darf. Bringst ihn aber zurück, oder? Wäre schrecklich langweilig ohne ihn. Tja, ich geh mir aus dem Weg. Mach dich über was anderes lustig. Keine Ahnung. Fang ein paar Frösche und schieb ihnen Strohhalme in den Arsch. Hä? Ist das eines eurer Hexerspiele? Die Hexerversion ist anders. Zwing mich nicht, sie dir zu zeigen. Mach die Tür auf. Sofort.
Das ist eine Freundlichkeit, die Gerard heute in den Tag legt, ist ja unfassbar. Was hat der da eigentlich hinten für komische Gurte an seiner Dings dran? Ne? Hey, kleiner Mann. Das hier ist Plötze. Ja, witzige Augen. Sie wird uns nach Kermoren bringen. Wir reisen nach Kermoren? Jetzt schon? Na? Komm schon. Vor allem eine tote Ratte am Gürtel. Sie direkt nach Kermoren reiten, ob das nicht ein Fehler war? Was zum... Schluss mit dem Unsinn. Gehen wir. Oh, dass wir so schon früh in Kermoren sind. Ich hoffe, ich habe nicht noch was vergessen. Was ich in Kermoren machen, was ich vorher machen würde. Ich weiß, dass es in Kermoren ein Ereignis gibt, für das ich auf jeden Fall hätte ordentlich vorbereiten müssen. Aber ich habe natürlich vorher nichts durchgelesen, was ich dafür tun muss. Das war mir jetzt nicht so ganz klar, dass ich jetzt direkt nach Kermoren reise. Ich dachte, ich reite erst wieder ein bisschen umher. Das... Na gut, Hauptquest ist... Aber die Hauptquest ist halt Level 70. Ich muss hier langsam echt mal machen. Das ist, ja, und so, ne? Wir kriegen Gesellschaft. Nilfgaarder Schlachtrösser. Was willst du? Du missfällst dem Kaiser. Warum das denn? Dann soll er wen anders um Hilfe bitten. Der Kaiser bittet niemanden um irgendwas. Du reitest mit uns nach Vysimar. Hab ich da Option? Seid ihr sicher? Denk nicht mal dran. Das sind nicht so viele, ne? Was sollen die machen? Na schön, zeig den Weg. Vor allem haben wir jetzt unser Torkelbeil, das ist ja irgendwie ungünstig. Versuchen wir mal. Jetzt bin ich aber gespannt, was ohne. Ich hab schon wieder seinen Namen vergessen. Also nicht Emil van Amreis, den meine ich nicht, meine den anderen Namen. Seinen richtigen. Der Igel. Was der Igel jetzt schon wieder vorhat. Vor allem, was wir bisher hätten. Wir haben zwar nicht unbedingt Erfolge erzielt, aber immerhin. Und vor allem, wo hat Jennifer... Und die dritte Armee fällt von Westen ein, um Banglern einzunehmen. Mit Verlaub, kaiserliche Hoheit. Eure Spione berichten, dass die Garnison bei Banglern fast komplett aus Söldnern besteht. Also Bestechung. Dann verlieren wir keine Männer in der Schlacht. Weniger Zeit verlieren wir auch. Also schön, gib den Befehl. Und setz die Segel. Ach, sie ist offen. Wie ihr wünscht. Sofort. Kaiserliche Hoheit, Yennefer. Ich hab dich nicht kommen lassen, um Artigkeiten auszutauschen. Berichte. Wie ihr wünscht, Eure Majestät. Nun, dieser Mensch ist der Schlüssel, um Ciri zu finden. Ich habe dir drei solide Spuren gegeben. Frisch wie der Morgentau. Dazu die Hilfe meiner Spione und meiner Hofzauberin. Und du bringst mir anstatt meiner Tochter diese Monstrosität? Hey! Ich hoffe, dass du noch mehr zu sagen hast. Für dich. Ich suche nach einer Nadel im Heuhaufen. Und diese Nadel kann jederzeit... Die Aufgabe ist schwierig, das weiß ich. Na und? Hör zu. Ich regiere das größte Imperium, das die Welt je gesehen hat. Ich führe Krieg gegen den Norden, befehlige Zehntausende von Männern. Und wenn ich zu Hause bin, versuchen die Handelsgesellschaften und Adligen, mich zu entthronen. Erwarte nicht, dass ich dich wegen der Schwierigkeit deiner Aufgabe bemitleide. Was ich getan habe, weiß ich. Ich habe die Spuren verfolgt, die ihr mir gegeben habt. Ciri tauchte zuerst in Skellige wieder auf. Mit einem Magier, einem Elfen. Yen weiß mehr. Die wilde Jagd hat sie aufgespürt und überfallen.
Sie mussten nach Velen fliehen. Dort wurden sie getrennt. Ciri war einige Zeit bei einem örtlichen Kriegsfürsten, einem selbsternannten Baron, der... Nicht doch. Ich kenne meine Vasallen. Der ihr nach Novigrad half. Dort verdarb sie es sich mit einigen Unterweltgrößen. Sie musste wieder fliehen und ging zurück nach Skellige. Dort ist sie ihrem Elfenbegleiter begegnet. Und der wilden Jagd. Schon wieder. Ciri und der Elf flohen aufs Meer. Am nächsten Tag kam das Boot zurück und es war nur er an Bord. Diese Informationen scheinen nicht sehr nützlich, auch wenn ihr offenbar beschäftigt wart. Tja, aber könnte was? Diese Monstrosität könnte eure Tochter sein. Der Körper ist das Ergebnis eines Fluchs. Darin ist jemand verborgen. Kannst du diesen Fluch brechen? Ich habe viel geforscht und nachgefragt. Aber um ihn zu brechen, müsste ich die Worte kennen, mit denen er gewirkt wurde. Und das? Wafail Elaine Ketmilfoli. Gledef Dorn Ethneid Bundro Itne Iakus. Was? Hat Rittersporn mir gesagt. Ciri hat mit ihm darüber geredet. Endlich hast du mich auch mal angenehm überrascht. Werte Yennefer, meine Frage besteht noch. Ja. Ich glaube, ich kann es. Doch ich muss... Die Details interessieren mich nicht. Geralt, du hast recht wenig erreicht, wenn auch zugegeben mehr als meine Pfuscher von Spionen. Ich gebe dir die Hälfte der versprochenen Belohnung. Die andere Hälfte bekommst du, wenn du mir Ciri bringst. Ich hab eine Belohnung versprochen gekriegt. Das ist interessant. Also gut. 2000 Kronen? Gut. Sicherlich. Die Audienz ist beendet. Bis zur nächsten. Ach, schön, dass Uma immer so schön mitfolgt. Es hat übrigens nicht viel Sinn, die zu widersprechen. Also kannst du genauso gut einfach gut sagen und weggehen, anstatt mit ihm noch zu diskutieren. Bringt eh nichts. Tja. Etwas von deinem berühmten beißenden Humor wäre nützlich gewesen. Wo ist der hin? Du warst schüchtern wie eine Arethusa-Novizin beim Dekan. Ich weiß jedenfalls, wann ich meinen Stolz ausleben kann und wann ich ihn runterschlucken muss. Ey. Ah, verstehe. Mir zeigst du also die Klauen, weil ich ein lumpiger Hexer bin, wohingegen... Willst du das jetzt wirklich, Geralt? Wir können uns später streiten, an einem Ort, wo die Wände keine Ohren haben. Tja, und jetzt? Also, wie brechen wir Umas Fluch? Wir müssen ihn nach Kaer Morhen bringen. Oh, und Geralt, verzeih, aber ich kann nicht dich, Uma und Plötze teleportieren. Deswegen... Keine Sorge, wir reiten hin. Ich mochte das Teleportieren noch nie. Pass auf dich auf. Warte. Hier. Wahrscheinlich ist es besser, wenn du ihn behältst. Ja, also, gut. Ich muss los. Die lange Suche nach Ciri führt das hatten wir gerade zu diesem Schluss. Uma, der hässlichste Mann der Welt und Opfer eines Fluchs, war der Schlüssel, um Ciri wiederzufinden. Geralt musste den Fluch brechen. Und so brachte er Uma zur Zuflucht der größten Spezialisten für Flüche, zur Hexerfestung Kaer Morhen. Ist ja vielleicht ganz klug, wenn man die nicht mal beim Namen nennen würde, oder wenn irgendwie verschiedene, also mehrere Namen für den gleichen Ort hätte. Dann würde nicht gleich jeder wissen, dass man mal zum gleichen Ort eigentlich reist. Ich glaube, der Großteil der Hexerfestung da besteht daran, dass niemand da weiß, wo das Ding ist. Eine Woche später, so lange dauert das? Wenn es so kurz geht, so schnell geht das? Das ist eigentlich krass. Also, dass es in den Büchern erscheint, dass man es wäre kommen wollen. Echt am Arsch der Welt, und so sieht es eigentlich auch aus. Man sieht aber wie ganz schön schief aus. Ganz ruhig plötzlich. Komm gut. Ekelhaft. Wivern. Gabelschwänze so nah bei der Festung. Ah, Gabelschwänze. Da war aber jemand nachlässig. Schön, dass das Tor direkt aufgeht, wenn man nur ranreitet. Nun, sieh an, wen der Wind herbläst. Du warst ja lange weg. Zu lange. Und wie war deine Reise?
ruhig. Abgesehen von dem Gabelschwanz, der uns vor ein paar Meilen überflogen hat. Der Passagier war etwas beunruhigt. Was haben wir denn da? Zahlreiche Deformierungen. Augen, Ohren, Nasenlöcher, eine Hasenscharte. Und ist das... Na, na, ganz ruhig. Mit einem hatte Yennefer recht. Hübsch ist das Ding wirklich nicht. Tja, was? Allzu fein siehst du auch nicht aus. Wie bist du so dreckig geworden? Hm? Ach, das? Ich hab Lehm für Mörtel angerührt. Muss die Wände flicken, ehe sie zerbröckeln. Voller Rüstung? Richtig Arbeit für einen allein. Wollten Lambert und Eskel nicht helfen? Sehen sie keinen Sinn darin? Nein. Yennefer hat wichtigere Aufgaben für sie gefunden. Kann man so eine Scheißburg nicht mal hier reparieren? Geht das nicht schneller? Yen ist schon hier? Und wie? Oh, habt ihr euch gestritten? Ach, Geralt, ich weiß, dass sie eine, wie drücke ich's aus, emanzipierte, willensstarke Frau ist, aber zählen Manieren denn gar nichts mehr? Sie teleportiert ohne das Kleinste, schön euch zu sehen, rein und sagt stattdessen, wir müssen einen Fluch brechen, es gibt dies und das zu tun, also los, Eskel und Lambert. Dann geht sie ins Gästezimmer, arrangiert alles um und wirft das Bett vom Balkon. Was? Was? Was hat Yen denn vor? Wenn ich das wüsste. Du meinst, sie hat's dir nicht gesagt? Sie hat uns gesagt, was sie braucht, um den Fluch zu brechen, nicht was sie vorhat, obwohl wir gefragt haben. Na toll. Sie hat was vor. Ach. Schön, dass dir das auffällt. Ja, trotzdem, das Bett war nicht... Naja. Schade. Das war ein gutes Bett. Das habe ich auch gesagt. Massiver Eichenholzrahmen, Daunenmatratze. Triss hat immer gesagt, sie... Aha, jetzt verstehe ich. Entweder ist es das, oder Yen kann Eichenmöbel nicht leiden. Ah ja. Und, wo sind denn alle? Eskel ist auf Gabelschwanzjagd. Wir müssen das Nest im Wald ausheben. Und Yennefer braucht einige Zutaten aus den Organen. Wie sagt man, zwei Fliegen, eine Klappe. Lambert ist noch in der Festung und bereitet sich auf einen Ausflug in die Berge vor, um das Phylakterium mit Elementarenergie anzureichern. Mhm. Und Yen? Die baut ihr Megaskop auf. Sie wollte meine Hilfe. Ich sollte mit einem piepsenden Gerät herumrennen und irgendetwas suchen. Aber ich bin zu alt für diesen Quatsch. Ich sollte ihr sagen, dass ich hier bin. Wenn du meinst. Aber erwarte nicht, dass sie dir um den Hals fällt. Ah ja, ich habe eine dunkle Ahnung, warum. Was macht denn? Plötze? Geht's noch? Kann man mit Uma eigentlich reden? Einfach so? Kann man. Lustig. Können wir reden? Wie kann ich dir helfen? Nicht sehr aussagekräftig. Ich suche nach Ciri. Aschblonde Haare. Narbe auf der Wange. Hast du sie gesehen? Das zeigt zumindest eine Reaktion. Glaubst du, dass Universale als reale, individuelle Wesen existieren? Oder sind sie nur geistige Konstrukte? Ich auch. Scheiß Steak. Oh Mann. Oh Mann. Aber müssten Kyra, Metz und Triss nicht auch hier auf der Insel sein? Also ich kann mich dunkel erinnern. Vor allem, wenn wir neulich Triss und Liebe gestanden haben, das war sicherlich die beste Entscheidung überhaupt. Na gut, das können wir auch alles in der nächsten Folge machen, wenn es dann wieder heißt, hier Witcher 3. Vielleicht bald mit der Wildenjagd. Macht's gut, bis dahin. Ich wünsche euch was. Tschüss.